Cute Baby Millet, der Kanal für Kinder. Hallo! So, hallo ihr Lieben. Millet und ich waren heute shoppen. Wie ihr wisst, kommt Millet am Montag ins Krankenhaus und wird operiert. Und da haben wir uns gedacht, Mama und Tochter gehen shoppen, dass sie ein paar schöne Sachen hat im Krankenhaus und nicht mit dem alten Zeug rumlaufen muss. Und es ist auch gut für die Millet, dass sie nicht traurig ist, dass sie ein bisschen Spaß hat vorher mit der Mama. Wir sind einfach losgezogen, in verschiedene Geschäftezimmer gegangen. Millet war im anderen Eck, ich war im anderen Eck. Jeder hat sich was ausgesucht. Wir haben uns gedacht, die Sachen, die zeigen wir euch jetzt mal, ob es euch auch gefällt. Und meine Mama hat mir eine Beschützungskarte gekauft. Wenn ich in der Nacht schlafe, beschützt er mich, was ich nicht von Donner Angst habe. Und ich glaube, er bringt mir auch ein echt Glück. Genau. Ich habe der Millet so eine Schutzengelkarte gekauft. Der steht auf, ich passe auf dich, dass sie auch keine Angst hat. Die Mama wird zwar auch im Krankenhaus bleiben, aber trotzdem, gell, Millet? Die beschützt dich und passt auf dich auf. Aber ich hoffe, es kommt bei Mama im Krankenhaus geschwind mal eine Blume, dass mir auch besser gut geht. Genau. So, Millet, wo fangen wir denn an? Was also, haben wir alles gekauft? Also, wir fangen mal mit den Anziehsachen an, ha? Zeig mal als erste deine Jacke. Jetzt zeig sie mal vor. Das ist meine Jacke, die ist pink. Das haben wir, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wo sie gekauft haben. Und so eine Jacke hat auch meine Freundin, aber heller, eine hellpink. Dunkelpink meinte ich. Und die schöne Ärmel. Und die finde ich schön. Die hat da Täschchen. Schön. Genau. Und ja. Es ist eine Jeansjacke in hellrosa, Millets Lieblingsfarben. Es wird viel rosa vorkommen. Die hat sie sich ganz selbst ausgesucht. Die hat sie gesehen und hat gesagt, das hat meine Freundin im Kindergarten in einem dunkleren Ton. Mama, den muss ich auch haben. Dann habe ich gesagt, gut Millet, wenn du es ausgesucht hast, so teuer war es ja auch nicht, habe ich es ihr gekauft. So. Ich da. Dann? Ich bin da. Das ist mein schönes T-Shirt. Ich weiß nicht, ob es mein Schlafanzug ist oder T-Shirt. Ein T-Shirt. Okay. Und sieht wunderschön aus. Toll, kurzärmlich. Mit Blumen, schön da, schön offen. Genau. Als nächstes hat sie ein T-Shirt. Den hat sie auch selber ausgesucht. Da habe ich mich überhaupt nicht eingemischt. Gerade mit ihrem Gipsarm besser zum Anziehen und so weiter. Pink. So, dann haben wir dazu noch eine. Dazu haben wir noch eine Hose und sieht von wo man die gekauft hat. Gleich dazu. Und eine schöne pinke Hose. Genau. Hell. Das passt natürlich zum T-Shirt. Ein Leggings in Pink. Andere Farben kommen nicht in Frage. Gerade. So, wer hat das ausgesucht? Das hat meine Mama ausgesucht. Ja. Und da hinten ist schön für mich offen. Freue ich mich jetzt erstens mal. Ich hatte noch nie sowas mit schönen Namen und schönen Schmetterlingen, Blumen und so weiter. Genau. Das ist ein Top. Mit Blumen. So sieht es von hinten aus. Sehr, sehr sommerlich. Wir hoffen, dass der Sommer jetzt bald kommt. Richtig heiß wird. Und dann muss sie noch. So, das zeigt einfach die Mama mal. Wir haben natürlich auch viele Socken gekauft. Die braucht man ja im Krankenhaus auch. So. Sag einfach, das sind nur Radlerhosen. Das sind nur Radlerhosen. Genau, die zeigen wir einfach so mal. Dann haben wir so zwei Radlerhosen, einen Doppelpack noch dazu gekauft für den Sommer. Und dann haben wir noch dazu. Ein T-Shirt. Zwei T-Shirts. Es sind zwei T-Shirts. Und sieht schon wunderschön aus. Zwei T-Shirts in grün. Nein, in Türkis und. Ich dachte, in Türkis und. Und pink. Rosa, rosa, pink. Rosa und pink. Okay. Dann haben wir hier noch eine
Jeans-Shorts, die hat die Millet gesehen und hat gesagt, Mama, die muss ich haben. Mama, die muss die mir kaufen, die schaut so, so geil aus. Dann habe ich gesagt, gut, Millet, dann kaufen wir es halt, obwohl sie so viele Shorts hat. Also mir hat die Shorts, ich muss die jetzt erstmal aufmachen. Nein, ich zuerst. Okay. Die Shorts ist echt schön, kurz. Die hat hier so eine schöne Stickerei drauf genäht. Im Sommer. Mir hat es auch gefallen, haben wir gedacht, gut, dann kaufen wir es ihr halt. Dann haben wir natürlich für ein Krankenhaus vorgesorgt. Wir haben ein paar Schlafanzüge gekauft. Aber riesig. Das ist kein Schlafanzug, das ist ein Nachthemd, Millet. Deswegen ist es so riesig. Das ist so riesig. Da steht drauf Cute Cat. Wie die Millet, die Baby Millet. Es ist so süß. Aber das sieht wie ein Kleid aus. Es ist ein Nachthemd, sehen wie Kleid aus. Das ist doch alles. Warte. Und dann haben wir noch einen Schlafanzug mit einem Oberteil, mit einem Pferd und natürlich mit einer Hose dazu gekauft. Und dann haben wir einen Schlafoverall für die Millet. Die ist so niedlich mit Schmetterlingen und so. Ich hoffe, das passt ihr auch alles. Wir haben ja natürlich alles noch nicht probiert. So, und dann haben wir noch für den Krankenhaus für Millet eine Kulturtasche gekauft. Da tut sie ihre Schminksachen rein. Da tut sie ihr Zahnbürste rein. Oh Gott. Ihren kleinen Kamm tut sie rein. Und da oben kann man es reintun. Und dann tun wir das so zusammenklappen. Dann kann die Millet es so schön reintragen. Ihi. Genau. Ihi. Gut, dann haben wir noch. Wir haben einen Zopf gekauft. Ein Zopf. Spangen. Haargummis. Haargummis. Da ist die die Cinderella drauf. Genau. Mit ihrem süßen Kätzchen. Pink mit Herzchen. Genau. Dann haben wir schöne Blumen, Haargummis. Ich habe mich so gefreut. Und das hat mir, glaube ich, meine Mama ausgesucht. Einmal hellpink, dunkelpink. Ja, hellpink. Hellpink und weiß mit schönen Glitzerdingern und ja und so weiter. Eine schöne Kette mit. Zeig sie mal, die ist so schön. Eine Kette, schön mit Schmetterlingen, die kann auch schon fliegen. Und ja, das ist eine Kette, kein echt Schmetterling. Genau. Und dann, was die Millet schon länger sich wünscht. Und das ist eine Haarsträhne. Ein Haarteil, gell? Haarteil. Und das wollte ich schon gerne. Ich klipp's mir jetzt gleich, komm. Ja. So, jetzt haben wir. Oh. Das ist nicht zum Klipsen. So. Schön, sieht Millet hat jetzt natürlich keine offenen Haare, aber sogar Haarteil ist pink von der Millet. Könnt ihr euch das vorstellen? Macht jetzt mal hin. Ich glaube. Ja, wunderschön. Und wenn sie offene Haare hat, sieht es bestimmt noch besser aus. Ja, toll. Schön. Und ich will es jetzt im Video lassen. Du willst es jetzt lassen. Okay, dann lassen wir das jetzt mal. So, das war alles von uns, was wir alles geshoppt und gekauft haben. Millet und ich waren sogar Cappuccino trinken heute. Die Leute haben sich gewundert. Aber das war herrlich im Kaffee, gell? Der hat schon die Sonne jetzt ins gesperrt. Und ein Auto ist voller Gas gefahren. Genau. Und dann hat er noch da hinten Boom gemacht. Aber ich habe keine Ahnung, was es war. Aha, okay, ich habe es nicht mitbekommen. Aber es war ein schöner Tag mit der Millet. Mama- und Tochtertag, shoppen, Kaffee trinken, Eis essen. Und wir haben gedacht, wir zeigen es euch mal. Vielleicht freut es euch ja, was wir so machen. Und schöne Sachen gekauft. Und schöne Sachen gekauft. Okay, also, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.